Roomtour, 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 Roomtour. Beides. Und genau den letzten Vorschlag, den werde ich nehmen. Hallöchen und willkommen zur Roomtour, die ihr euch so unbedingt gewünscht habt, ja. Fangen wir einfach mal mit meinem Arbeitsplatz an, beziehungsweise Schrägstrich Hobbyplatz. Wie man auch sieht, ist hier ein kleiner Spoiler für die nächste Angelgrusel-Folge. Na, erkennt ihr das Spiel im Hintergrund? Ich glaube nicht. Das ist sehr unbekannt. Auf jeden Fall, hier, fangen wir mit meiner Facecam an. Die Sneagel-Nagelneu war nicht so ganz günstig, um genau zu sein, 90 Euro. Der Versand war 16 Euro, ich habe mich verarscht gefühlt von der Firma. Kommen wir mal rüber zu meiner kleinen Sherlock Holmes-Statue. 40 Euro. Letztes Jahr aus England gekauft und ja, die war auch nicht so ganz günstig. Wie gesagt, hier mein Arbeitsplatz, ungefähr so sieht es dann für mich aus. Ein bisschen leer, das Mikrofon steht woanders, das werden wir uns gleich mal anschauen. Kommt einfach mal runter zu meinem kleinen PC, beziehungsweise Halb-Gamer-PC würde ich mal jetzt so behaupten. Ist zwar eine scheiß Grafikkarte, kann aber GTA in Full HD abspielen und dafür schon eine reife Leistung, würde ich sagen. Kommen wir mal hier rüber, da sind ganz viele Papier-Krams. Beziehungsweise, ich muss da mal wirklich aufräumen. Ich glaube, da liegen noch Sachen aus der 8. Klasse und ich komme jetzt in die 10. Also, ja. Und da noch ein paar Pillen, ja, für meine täglichen Drogen, die ich natürlich nehme. Hör mal hier rüber. Sachen aus der 9. Klasse, die ich nächste Woche wahrscheinlich verbrennen werde. Und hier, ja, sehr, sehr, sehr viel Müll. Kommen wir mal rüber. Ah, Außenwelt. Naja, sind 35 Grad draußen. Da habe ich auch gar keinen Bock, nach draußen zu gehen, obwohl nachher Tennis ist. Auf jeden Fall, hier ein paar 3D-Puzzles, die ich mir immer wieder mal gewünscht habe zu Weihnachten. Und dann kommen wir mal runter zu meinem kleinen Chillerstuhl, wo ich mich abends meistens hinsetze, um ein bisschen zu clashen oder sonstige Dinge zu tun, wie zum Beispiel The Last of Us aufnehmen, etc., etc. Dann kommen wir mal rüber zu meiner kleinen DVD-Sammlung, um die 600 DVDs sind das inzwischen. Im Übrigen muss ich alle 2 Minuten circa das Video beenden, weil sonst mein Handy abstürzt, weil ich diese Roomtour schon 3-mal aufgenommen habe. Ja, 3-mal habe ich die aufgenommen. Auf jeden Fall war jetzt Roomtour hier um eine kleine limitierte Auflage von Harry Potter. Oh, guckt ja nicht sexy. Da wären wir auch schon bei meinen Sherlock Holmes Büchern. Das ist eine kleine Sammlung, der Rest steht im Keller. Das sind auch wieder einige Bücher. Hier meine Kopfhörer, die ohne Grund irgendwie kaputt gegangen sind. Auf einmal funktioniert das linke Ding nicht mehr und ja, ist ja auch egal. Von Mario Kart die erste Platzbombe war bei Mario Kart 8 bei der limitierten Auflage dabei. Ich kaufe mir natürlich nur limitierte Auflagen, ist halt Limited Edition was. Hier von der Sparkasse noch ein kleines Geschenk als Praktikum für 3 Wochen umsonst arbeiten, habe ich einen Bleistift und einen Radiergummi bekommen. Dankeschön dafür. Und hier die Greggs Tagebücher habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nie zu Ende gelesen. Werde ich irgendwann mal machen. Hier ein paar Rechnungen natürlich als YouTuber-Alltag. Hier meine kleine Dragon Ball Sammlung mit ca. 73 DVDs. Du hast auf jeden Fall ordentlich, habe ich um die 2-3 Jahre gesammelt und jetzt habe ich alle Folgen voll. Und hier ist mein kleines Mikrofon, das T-Bone SC440. Ich habe schon einiges mit dem Ding erlebt. Kommen wir rüber zu meinem Bett, wo ich abends gelegentlich viel Spaß mit mir selber habe. Hier liegt im Übrigen noch mein Tablet, wo ich manchmal ein bisschen clashe und ja. Hier ein Bild von anderen. Hier noch ein Pariser Bild und hier auch noch ein Bild von anderen. Kommen wir mal rüber zu meinen YouTube-Zielen. 100 Abos gecheckt, 200 Abos gecheckt, 500 Abos. Wir haben es dem Holzfäller gegeben. Gecheckt, 1000 Abos, 2000 Abos, 5000, 10.000. 5000 YouTube-Partner. YouTube-Partner waren wir schon vorher, aber ich wusste nicht, dass es so schnell geht und deswegen lass es einfach mal stehen und ja, ihr Netzwerkbeitritt ungefähr bei 10.000, schätze ich mal, keine Ahnung, irgendwann bei 1.000 Views am Tag und deswegen machen wir mal weiter. Wären wir auch schon bei mir oben auf dem Schrank, wo ca. 6 Milliarden Kartons drauf sind, weil alles Neue, was ich irgendwie kaufe, da oben auf dem Schrank landet und wir wollen uns eigentlich gar nicht mehr darauf fokussieren. Wie man sieht, da ist noch die Logitech-Dings, sind schon noch irgendwo Mario Kart, da liegen meine Zeugnisse. Da liegt noch ein bisschen Müll, Bälle und etc. Und deswegen konzentrieren wir uns gar nicht darauf. Konzentrieren wir uns jetzt hier auf meinem Schrank, wo ich... Guck mal, das ist Spaß. Da konzentrieren wir uns mal auf bei mir auf dem Schrank. Und zwar im Schrank stehen meine kleine Amiibo-Sammlung. Boah, mein Deutsch ist gerade auch für den Arsch. Auf jeden Fall, und da meine Leverkusen-Dose, die ich unbedingt behalten wollte damals bei der Aktion. Jo. Hier ist dann meine Elgato, weil ich immer zu faul bin, die irgendwie abzuschrauben, beziehungsweise die Kabel abzumachen, deswegen lasse ich einfach alles so dran. Hier ist eine Kerze,
die ich noch nie angezündet habe und die vielleicht seit 6 Milliarden Jahren. Da steht noch meine Dragon Ball Heftesammlung, die bei den DVDs dazu war. Ich wusste nicht, wo ich die hinlegen sollte, auf jeden Fall. Jetzt eine kleine Skylander-Sammlung. Ja, ich glaube, ich verkaufe die irgendwann. Habe ich mal Geld, mir eine richtige Vlog-Cam zu holen. Kommen wir mal zu meinem Fernseher. Noch wieder ein Spast. Ja, hier ist mein Fernseher, wo ich halt immer die PS3 Wii U Aufnahmen etc. mache, denn ich mache das ja nicht alles vom PC, weil ich da ja nur einen Bildschirm habe und deswegen nehme ich den Fernseher hier. Kommen wir mal runter zu meinem Receiver, den habe ich immer im Sommer aus, weil ich sowieso bei Sky nur die Bundesliga gucke, der Rest reizt mich überhaupt nicht, da läuft wirklich nur Müll. Ich will ja nicht Sky schlecht machen, aber die meisten Filme sind dort scheiße. Kommen wir mal runter zu meiner PS3 und zur Wii U. Ach. Bin stolz auf die beiden. Gut gemacht. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Ich habe schon einiges mit euch erlebt. So viel. Jo, das war's dann eigentlich mit meinem Zimmer. Das war so eine kleine Roomtour. Relativ dunkel hier, weil, ja, wie gesagt, 35 Grad raus und ich habe auch keinen Bock, das hier irgendwie hell zu machen. Boah, Außenwelt. So, das war die Roomtour. Ich hoffe mal, dass die Roomtour euch gefallen hat. Und jetzt geht's zum FAQ. Und zwar stellt mir irgendwelche Fragen, die ihr mir schon immer fragen wolltet. Und ich werde sie beantworten. Ich werde nachher noch einen Aufruf bei Instagram machen. Und da werde ich euch auch fragen. Also ich werde auf Facebook nicht fragen, weil ich ja keine Reichweite habe, beziehungsweise da kaum aktiv bin. Auf YouTube könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben, was ich nehmen soll. Und auf Instagram natürlich auch. Ich werde dieses FAQ aber ernster gestalten und die Fragen diesmal wirklich beantworten, weil das letzte Mal war eher sowas, ja, Spaßiges. Es kam aber dafür auch verdammt gut an. Also wenn ihr mal wieder sowas wie das 300-Abo-Special haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich versuche das dann in den nächsten Monaten zu verwirklichen und werde dafür natürlich noch ein Video machen. Fragen und dann nochmal Danke an 500 Abonnenten. Es ist unglaublich, wie schnell wir wachsen. Wir sind gerade zu dem Zeitpunkt bei der 600 angekommen und das ist mega fresh. Vielleicht kann ich ja sogar in ein, zwei Jahren sagen, wir sind dann mehrere Tausend und das wäre unglaublich, wenn ich das wirklich so in ein, zwei Jahren sagen könnte, dass wir die PlayerGaddon-Army einfach so groß geworden ist und dann wirklich danke nochmal an 500 Abos, / schon 600 Abos und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!